Herzlich willkommen zur 52. Folge Minecraft Furo. Ja, heute habe ich mir überlegt, sollten wir uns mal darum kümmern, dass die verschiedenen Batterien verbunden sind. Sozusagen eine Lebensader schaffen. Dafür habe ich mir schon ein paar Kabel vorbereitet und ich habe mir schon überlegt, wo das am besten losgehen sollte. Und ja, wo ist der beste Punkt dafür, wenn nicht an der großen Batterie hier? Seht auch schön. War nur mit 2000 RF pro Tick, aber gut, das wird sich ändern. Ja, Solarpilz nämlich angeschlossen ist. Dafür müssen wir dann jetzt leider erstmal ein bisschen buddeln. Nämlich bis zu dem Punkt da, wo markiert ist. Die Fackeln in der Hand. Ja, da sind so viele Solarzellen jetzt drauf. Auf meinem Solarpilz, dass es Zeit wird, dass wir das verbinden. Das ist sonst Verschwendung. Allzu weit kann es nicht mehr sein. Da ist er. So. Leuchten wir das Ganze gleich mal. Oh. Scheuer-Zombie. Hä? Hallo? Hier drin einfach Besuch. Bestimmt beim Kabel helfen, Kabel legen helfen. So. So, das Ganze soll dann auf der Höhe hier längs laufen. So sieht das Mechanism-Kabel ja schon aus, ne? Kann ja nichts sagen. So. Und dann müssen wir noch ein paar Meter in die Richtung gehen.
jetzt mal gleich mal ein bisschen Licht, dass nicht wieder die Zombies hier laufen kommen. Ich meine, sie können Stress machen. Da noch einmal, einmal da. So, das ist der Punkt an der Außenseite des Pilzes. Das heißt, hier kommt Pilzband. Da müsste genau die Mitte sein. Ne, nee, noch ein. Etwas verschätzt ist, aber egal. Das Ganze hier soll Batterie werden. Jetzt habe ich da ein bisschen zu hoch ausgegraben. Wir gehen nämlich noch einer Gang um die Batterie drumherum. Ich habe dann auch genug Batterien gecraftet. Also Kapazitoren. Oh, einmal noch. Und dann die Wand noch. Brauchen wir noch mal ultimatives Kabel. Da oben schwebt noch wieder Erde drauf, ist aber auch egal. Die sind recht hart, die Kabel. Es dauert immer ewig, die abzubauen. Ah, jetzt. So. Dann hole ich mal die Batterie. Da hinten ist noch die andere. Gehen wir bei Kränchen rein. Raus. So, dann können wir nämlich hier auch an das Gerät gehen, an den Storage. Klein, die großen. Hab ich davon nicht? Noch ein großer. Großer.
Das dann. Gut, dann setzen wir mal die erstmal. Ja. Vielleicht sogar schon das Kabel kommen, das wäre nicht schlecht. Fangen wir jetzt einfach an. Uns hier einen weg. Und zack. Na, jetzt sieht das doch mal interessant aus, oder? 353. So, dann muss ich mir gleich noch einen Travel Anchor mitnehmen, dass ich hier auch schnell hinkomme. Und, glaube, genau, hier habe ich auch noch einen. Den müssten wir dann theoretisch auch noch anschließen. Nicht der Puffer zu dem Strom da hinten. Jetzt machen wir hier mal erstmal eine Markierung hin. Rufen. Neue hin. Hat sie auf die Batterie was draufgelegt. Hey. Und damit ist der Solarpilz ja noch nicht ganz fertig, ist angeschlossen. Da wollen wir doch mal gucken, was wir jetzt für Energie plus haben. Das habe ich im Keller. Komisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt, weil die eine Batterie ja noch gar nicht angeschlossen ist. Dann brauche Ender-Conduits. Ein machen wir 128 von. Und Travel Anchor wollte ich noch haben. Fertig. Da wird jetzt gerade Electric Steel hergestellt. Was haben wir denn hier noch? Die Draconium-Rüstung. Ja, die bräuchte ich eigentlich auch noch.
eigentlich gar nicht so schwer ist, ne? Teuer. Einzige, was mir da fehlt, sind im Moment Diamanten. Oh, Platz mehr. Aber wir haben ja noch Crafter. Wann? Ah, da kann ich den Crafter hinpacken. Na, so rum wollte ich den eigentlich nicht haben. Warum wollte ich den gerne haben? In der Wartezeit mache ich mal die Rezepte dafür fertig. Diamant, Brustplatte. Dann genau schon wieder leer hier. Nee. Gut, das brauchte ich noch. Nein, gut. So. Ist der Crafter auch schon wieder fast voll? Ja, ich habe ja noch Platz. Hinten an der Wand ist noch Platz. Sagt denn jetzt hier unsere Maschine? Noch bei Electrocus. Ja, aber die habe ich doch schon. Habe ich die nicht? Hinten die Alloy-Smelter sein. Ja, die habe ich schon aufgepowert, ne? Ja. Und das geht im Moment. Naja. Einen weiteren Ender-Conduit fertig. Dann bringen wir das einfach mal runter, was wir haben. Ich glaube nicht, dass sie reichen, aber der Travel Anchor, den können wir bestellen. Ah, ne, die werden nicht reichen. Okay. Bei den Kabeln tatsächlich beides anschließen. In and out.
Machen Sie mal vorsichtshalber. Da muss da noch ein zweites Kabel dann einfach ran. Da kommt dann einfach ein zweites Kabel ran und gut ist. Gut, Travel Anchor. Den setzen wir mal gleich hier hin. Setzen wir hier hin. Oh. So nervig, diese Zeigblöcke. So, und das ist der Labatterie. Und ich bräuchte noch Leiter. Machen wir lieber so. Nervt das jedes Mal wieder, wenn man da dran vorbeigeht, geht man dann auch hoch. Das ist Kacke. So, Travel Anchor. Da können wir eigentlich hier direkt in die Werkstatt. Ja, kommen wir auch. Immer noch bei. Ja, du bist immer noch beim Stil. Der sein. Leiter. Schön, dass das auf beiden Seiten hier ist. Output ist doch richtig. Komisch. Muss ich nicht verstehen, warum das jetzt so ist. Wahrscheinlich verbrauchen wir einfach nichts mehr. Was ist ja nicht Tag. Oh, mein kleiner Fernseher. Hier habe ich Geschenke gekriegt von Tar. Ich glaube, weitermachen müssen wir in der nächsten Folge, wenn ich mir das so angucke. Das braucht alles noch seine Zeit. Was auch alles für Upgrades gibt. Erdrückrüstung. Ach, die muss dann Energie beschossen werden. Kraft, okay. Ja, da muss ich mal gucken. Da muss ich dann mal gucken, ob ich das noch mache, dass ich people hier auch hinstelle, die orangene Rüstung. Ja, noch zum Ausstellen. Ob das notwendig ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da. Über den Follow würde ich mich auch freuen, wenn ihr noch nicht gefollowt seid. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Everybody get your fucking hands up.